Moin und damit willkommen zurück zu Super Mario RPG des Starlight Birds. Ja, wo wir nun in der letzten Folge zusammen mit Mario und Luigi die Wuselwurz abgeschlossen haben, haben wir dann auch noch schön gegen einen Riesenkäfer gekämpft. Und jetzt hat die Sicht gewechselt, liebe Freunde, denn wir spielen nun wieder Cammy zusammen mit ihren neuen, ja, Party-Membern Spinalord und Cappin. Denn wir befinden uns nun in der Cheddar Dessert, denn wir sind wohl auf der Suche nach etwas, womit wir wohl Bowsers Festung zurückerobern können. Genau, und wie man auch sehen kann, habe ich einiges gemacht auf Screen. Die gute Cammy ist jetzt auf 14, Spinalord und Cappin sind beide auf 13. Genau, und durch die Münzen, die ich gesammelt habe, habe ich, wie man es sehen kann, natürlich auch etwas besseres Equipment gekauft. Genau, und ich hoffe, dass wir damit dann gut hier durchkommen werden. Machen wir mal weiter hier. Let's go. Und ich freue mich riesig. Und bin schon sehr gespannt, was uns diesmal so alles erwarten wird. Zunächst erwartet uns erstmal ein Kampf gegen einen schönen Poggy. Ach komm schon, Alter. Genau, und der Drillbit Crab wird gleich ebenfalls den Abgang machen. So, komm, Koopa, jetzt streng dich mal an. Hä? Also, gestern hat's noch geklappt, als ich gelevelt habe, habe ich die ganze Zeit immer die Gegner getroffen. Ach, Mist. So, sehr schön. Genau, und wie man sehen kann, hier habe ich auch schon ein bisschen was gelootet. Also, ja, war aber nicht wirklich was Interessantes. Es war eigentlich grundsätzlich nur Münzen und ein paar Items. Sowas wie Mushrooms und der ganze gewöhnliche Kram halt. Oh Gott! Ah, na also, geht doch, mein Bester. Ja, der dritte wird aber noch zum Attack kommen. Ah, also. 24 XP, oder? Ja, Tatsache. Alright. Oh, 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 oh. Ganz ruhig, Brauner. Lucky für den Koopa. Okay, das darf ich jetzt nicht vermasseln. Ich hab doch gesagt, nicht vermasseln, Kumpel. Ja, aber der Koopa hat echt einen schweren Angriff. Also finde ich persönlich bisher von allen. Von all den anderen Gefährten, da war es wenigstens noch machbar. Aber bei ihm hier... Digga, also da muss ja mal irremäßig das Timing stimmen.
Ich glaube, ich drücke tatsächlich eine Millisekunde immer zu früh. Vermute ich jetzt zumindest mal. Ach so, ja, ich treffe das ja nicht. Oh, ich hoffe so sehr, dass die Passage bald zu Ende ist, weil es ist ja mit furchtbar mit dem Koopa, ey. Kannst du bitte das Team verlassen, Freundchen? Spaß. Spielen wir einfach weiter. Apropos Koopa, da steht sogar kurz vor seinem 14. Level. Ja, da brauche ich ihn gleich umso mehr, ey. So. Genau, machen wir den auch schon mal ein bisschen aggro, aber ich wusste gar nicht, dass man zwei gleichzeitig catchen kann. Man lernt nie aus. Ich meine, der Koopa bringt mir ja nichts, wenn ich seine Angriffe nicht hinbekomme, ey. Auch wenn er gleich sein Level bekommt. Ich kann ja echt nur mit dem Kopf schütteln, wirklich. Hast du zwar eigentlich nicht verdient, Kollege, aber du kriegst jetzt dein nächstes Level. Close Call M, Shell Gloss? Was ist das denn? Neue Ausrüstung? Moment. Also bei der Guten hier schon mal nicht. Was mit dir? Könnte auch was für Mario und Luigi sein. Ja, ist was für Mario und Luigi oder für Bowser anscheinend. Na also, genau so will ich das sehen, Kollege. Ja, sorry bitte, wenn so ein Stern aufkommt und die Spigo ab, dann leckt das immer ein kleines bisschen. Ich habe echt keinen Plan, woran das liegt und auch nicht, woran das hier liegt, ey. Jetzt haben wir auch verbellt, Kollege. So, wiedersehen. Aber es hieß ja auch, wir müssen zu irgendwelchen Ruinen wohl rein. Und dass die Monty-Maulwürfe im Auftrag des Leaders uns wohl durchlassen würden. Oh! Den Block hier habe ich noch nicht eingesammelt. Ah, okay. Ja, ich habe den Knopf wohl wirklich immer und immer wieder eine Millisekunde zu früh gedrückt.
Wer bekommt denn als nächstes gleich sein Level rein? Tatsächlich wird es Cammy sein. Und danach der gute Spinalot. Ja, komm her. Meine Güte. Und ich hoffe, ich muss zukünftig nicht noch mehr offscreen leveln. Die einzige Figur, bei der ich mir das jetzt noch vorstellen könnte, es machen zu müssen, ist wahrscheinlich Bowser. Falls wir den auch wieder alleine spielen müssen und... ja. Da muss man halt mal abwarten, ne? Was noch kommen wird. In dem Fall sind Manucci eigentlich gut gelevelt. Cammy, Spinalot und Cappin sind es ebenfalls. Sehr schön, Cammy hat damit jetzt auch ihr nächstes Level. Und noch 35 XP, dann folgt Spinalot ebenfalls. Hä? Wollte schon sagen, ich habe den eigentlich berührt. Okay, hier brauche ich dich auf jeden Fall, Cappin. Sehr schön. Das habe ich aber komplett versaut, ey. Komm, Cammy, bring's einfach zu Ende. Okay, die zwei sind gerade unfähig. Danke. Aber ich glaube, allzu weit war es tatsächlich gar nicht mehr bis zur Ruine. Weil, wie gesagt, ich bin da offscreen schon mal hingegangen. Um zu schauen, wie weit das ist. Aber sollte eigentlich bald soweit sein. Bis wir dann da sind. Thank you.
Sehr schön. Und auch Spinalot, Entschuldigung, Sir Spinalot hat jetzt auch sein 14. Level erreicht. Stone Curve Ruins. Wir sind da, liebe Freunde. Aber zunächst. Genau. Oh, da führt hier sogar noch ein Weg nach unten. Okay, das habe ich nicht gesehen. Echt Blitzschleiche, ey. Ja, soll ich jetzt in die Ruinen reingehen oder soll ich mich lieber noch unten etwas umsehen? Eigentlich würde ich mich hier gerne noch etwas umsehen wollen. Jetzt hätte ich fast wieder sein Timing von Sir Spider-Lord verpatzt, ey. Ab jetzt ist das hier unbekanntes Terrain. Also jetzt weiß ich wirklich nicht, was uns hier erwarten könnte. Alright, hier ist nichts. Aber da geht's weiter. Lucky 7. Ich glaube, das war eine Millisekunde zu spät diesmal. Aber was sollte es hier noch in der Wüste großartig geben, frage ich mich jetzt gerade echt. Ah, du bewachst deinen Block. Oder besser gesagt, ihr. Ja, ihr. Okay. Also ich finde, Kapins Ruf hätte man ruhig besser machen können, ganz ehrlich. Das nervt langsam wirklich. Dass das Timing so perfekt an bei ihm sein muss. Ich meine, ihr seht ja, das ist schon gar nicht mal mehr mit Glück verbunden. Das heißt schon, weil da muss man echt Glück haben, dass man genau die richtige Timeline erwischt, ey.
Zugutehalten muss man ihnen, dass er von solchen Angriffen nicht getroffen werden kann. Im Grunde kämpfen die eigentlich nur Cammy und Sir Spider-Lord größtenteils. Und ja, der Gute bekommt gleich auch noch sein 15. Level. Das hat er mal gar nicht verdient. Dark Concoction. Ist das ein Item, ein neues? Hm, hört sich nicht schlecht an. Das behalte ich auf jeden Fall. So, ich gehe erstmal hier runter und schnappe die Fire Flower. Power, genau. Oder Flower, ja, genau. Oh, jetzt bin ich mal gespannt, was. Oh. Noch mehr Gegner, ey. Was war das denn? Ich habe das jetzt gesehen, Freunde. Da ist so ein Panzer auf den Gegner zugegangen. Habt ihr es auch gesehen? Das ist mir gerade zum ersten Mal aufgefallen. Moment mal, ist das mal. Kapin, kannst du das bitte nochmal gleich zeigen, deinen Move? Oder muss der Panzer auf den Gegner zeigen und erst dann kann er ihn angreifen? Das würde es nämlich erklären. Moment, das muss ich mal beim nächsten Gegner gleich testen. Weil dann habe ich es jetzt gereiht, wie man den Move richtig durchführt. Oh. Well. Hier ist wohl Endstation für uns, Freunde. So, Kapin, zeig mir das bitte nochmal. Alter. Ich glaube, da habe ich doch ein bisschen zu lange gewartet, aber... Oder vielleicht kann der Koopa auch nicht angreifen, weil er den Stachel auf dem Kopf hat. Das wird es natürlich auch erklären. So, aber ist hier wirklich Endstation für uns? Hm. Scheint wohl so, liebe Freunde, da müssen wir zurück. Moment. Oder? Nee. Ich teste das an ihm hier nochmal aus. Der Attack. Das heißt jetzt nicht, dass ihr drei entsenden sollt. Ja, Tatsache. Aha. Also ich muss da genau den Attack im Auge behalten. Und wenn der Panzer auf den Gegner drauf zeigt, dann erwischt er ihn auch. Okay, jetzt habe ich die dämliche Attacke verstanden. Digga, dass mir die ganze Zeit über nicht dieser blöde Panzer aufgefallen ist.
Gott, das ist so peinlich, ey. Aber mal irre. So, Konzentration. Ja, Tatsache, das ist das Rätsels Lösung. Okay, dann ist der Angriff echt easy. Kapin, ich hab nichts gesagt, du bist klasse. Bleib bei uns. Du bekommst sogar eine Beförderung. Alles klar? Und weißt du was noch? Du bekommst sogar dein 15. Level als Bonus obendrauf. So, guten Tag. You can enter, but it's really dangerous in there. So, you can enter, but we're not to guide you. How do you manage that? Das schaffen wir schon irgendwie. Na, das könnte doch mal spannend werden, liebe Freunde. Und wie es hier in diesen Ruinen weitergehen wird, das sehen wir dann in der nächsten Folge von Super Mario RPG des Starlight Worlds. Ciao.